Herzlich willkommen wieder zur Erweiterung der Analysis, heute mit dem letzten Video und zwar zur Funktionentheorie. Ich hatte eingangs mal gesagt, die Funktionentheorie, die kommt so ein bisschen daher wie eine Verallgemeinerung von der Analysis 2. Und heute werden wir aber auch sehen, dass diese Holomorphie wesentlich stärker ist, also wesentlich stärkere Folgerungen zulässt als die stetige Differenzierbarkeit im R hoch d. Grund, so werden wir heute sehen, ist die sogenannte Cauchysche Integralformel, die wir in einer einfachen Version auch schon mal hatten als Beispiel. Sie erinnern sich vielleicht, wenn ich die Funktion 1 durch z über so einen kleinen, also über den Weg, über den Umfang eines kleinen Balles um die 0 integriere, dann kommt da nicht 0 raus, da kommt da 2πi raus. Und die Cauchysche Integralformel verallgemeinert das. Und es lässt dann wieder viele Schlussfolgerungen zu. Beispielsweise den Satz, dass sich jede holomorphe Funktion als Potenzreihe darstellen lässt, was im Reellen sicher nicht gilt. Was aber später dann, das wird dann der letzte Satz werden der ganzen Vorlesung, auch zulässt, beispielsweise den Fundamentalsatz der Algebra zu beweisen, der ja sagt, dass jedes komplexe Polynom eine Nullstelle hat im Komplexen. Also sprich, jedes Polynom kann man eben in Linearfaktoren zerlegen. Genau, und dazu kommen wir jetzt. Genau, fangen wir also an, und zwar direkt mit der Cauchyschen Integralformel. Und das Beispiel, was ich eingangs jetzt gerade erwähnt hatte, das war, wir hatten ausgerechnet, ich schreibe es vielleicht mal hier, direkt drüber, 1 durch 2πi Integral über einen kleinen Ball, sagen wir, oder klein oder groß, wurscht, Gamma R, von 0 über 1 durch Zeta dz, muss ich jetzt schreiben. Da hatten wir mal ein Beispiel gezeigt, dass es 1 ist. Wie passt es also zu der Formel hier? Also sonst ist erstmal alles relativ ähnlich. Ich habe eine holomorphe Funktion f. Hier kommt die vor und hier kommt die vor. Und holomorph auf einem Gebiet U. Und Gamma R um Z0 liegt auch ganz in U drin, natürlich. Dann ist f von Z hier dieses Mittel sozusagen. Über den Weg durch 2πi. Genau, und zwar für jedes z aus BR von z0. Beispielsweise könnte natürlich auch sein, dass ich für z gleich z0 wähle. Ist hier natürlich erlaubt. Also hier könnte auch z0 stehen. Und hier oben ist natürlich das z0 zu 0 gewählt. Das heißt, in dem Beispiel hier habe ich hier minus 0 stehen und hier habe ich 0 stehen. Und das f ist einfach die 1. F von z ist einfach die 1, die steht dann hier. Und dann eben auch hier und das passt dann sozusagen zusammen. Ist also jetzt hier diese Cauchysche Integralformel einfach eine Erweiterung dieses Beispiels erstmal. Aber ein paar Sachen will ich noch ganz kurz sagen. Also was wird denn hier in Beziehung gesetzt? Also gut, das hier ist ein Vorfaktor. Ich habe ein z0. Ich habe ein z0. Ich habe den Weg hier. Gamma r um z0. Und ich habe ein z irgendwo hier in der Kreisscheibe. Genau. Und wenn wir uns mal die rechte Seite angucken. Also und ich habe natürlich ein f. Das ist irgendwie auf ganz u, also auf dem ganzen Gebiet und so weiter ist es definiert. Wenn man sich aber das Integral hier rechts anguckt, stellt man fest, ja, das ist ja ein Wegintegral über Gamma R von Z0, also genau über nur den Weg und gar nicht über den Rest. Das heißt, das Integral hier, das hängt nur davon ab, was ist denn der Integrant auf dem Weg. Und dann nochmal Gamma Strich, okay. Aber von mehr hängt es bei f gar nicht ab. Das hängt nur davon ab, was f denn auf dem Weg hier macht. Und trotzdem kommt dann hier raus, dass da f von z steht. Also, ja, f von z steht da.
Achso, natürlich, hier kommt das Z auch noch vor. Okay, zugegeben. Aber sonst, über das F hängt es nur davon ab, was das F hier auf dem Rand macht. Also witzigerweise, um den Funktionswert hier auszurechnen, genügt es mir, wenn ich alle Funktionswerte hier auf dem Rand kenne. Und das ist natürlich ein starkes Stück, weil das gilt im Reellen ja sicher nicht. Und das muss demnach hier eine Folge davon sein, dass ich F als holomorph angenommen habe. Das Konzept gibt es ja im Reellen gar nicht. Genau, der Beweis von dem Ganzen ist eigentlich ja relativ kurz, steht auch alles auf der Folie hier droben. Aber eine Sache brauche ich, da brauchen wir wieder Wege. Da brauchen wir wieder Wege und den Cauchyschen Integralsatz brauchen wir. Ich muss nämlich hier in Verbindung setzen. Hier habe ich einen Weg Gamma R um die 0. Also jetzt habe ich hier im Beweis Z0 gleich 0 genommen. Und ich habe hier Gamma Epsilon um Z. Also sozusagen ein kleiner Weg um Z drumherum. Und die Behauptung ist, das Integral darüber und das Integral darüber ist dasselbe. Wie kann das sein? Ich kann Folgendes machen. Ich kann mir einen neuen Weg definieren. Vielleicht mache ich den in... Ja, ich lasse mal in grün jetzt hier. Das heißt, ich fange vielleicht hier an. Ich mache vielleicht auch... Ja, ich mache mal dicker. Ich gehe hier so rum. Dann gehe ich dahin. Gehe da rum. Gehe da rum. Gehe da rum. Und habe dann ja einen Weg gemacht. So... Das bin ich einmal so lang gelaufen, dann bin ich hier rumgelaufen, dann bin ich in die andere Richtung gelaufen, dann so weitergelaufen. Und dann wissen wir, und ich habe die Funktion f von z durch z minus z integriert. Und wir wissen, also der Weg, ja, was ist denn eigentlich außen bei dem Weg? Das Ding hier ist außen, und der ganze Rest ist auch außen. Hier hat die Funktion natürlich eine Definitionslücke bei z gleich z. Aber da ist ja außen beim Weg, das heißt, das Integral von f von z durch z minus z über den ganzen grünen Weg muss 0 sein. Und das heißt, ja gut, einmal bin ich das kurze Stück hier in der einen und einmal in die andere Richtung abgelaufen. Das neutralisiert sich quasi automatisch. Dann muss also das Integral hierum plus dem Integral darum 0 ergeben. Oder wenn ich eben das Integral richtig rumlaufe, muss eben das eine Integral gleich dem anderen Integral sein. Und zwar nach dem Cauchyschen Integralsatz. Ja, und wenn ich das eingesehen habe, dann bin ich nämlich fast schon fertig. Nämlich, also gut, ich will eine Aussage über die beiden Sachen hier treffen, weil... Das ist ja quasi das 2pi rüber multipliziert und linke und rechte Seite voneinander abgezogen, Betrag drum gemacht. Statt dem Integral hier kann ich dann das Integral über Gamma Epsilon von Z nehmen. Und statt dem 2pi f von Z, das will ich jetzt auch noch kompliziert schreiben sozusagen, das will ich sozusagen so schreiben, also wie in dem Beispiel hier. Also so haben wir es auf jeden Fall. Und natürlich kann ich in dem Beispiel hier statt der 0 ein Z schreiben, wenn ich hier noch Z abziehe. Und wenn ich hier oben noch mal F von Z mache, dann habe ich hier auch mal F von Z, weil es ja gar nicht vom Integranten hier abhängt, also weil von der Integrationsvariable gar nicht abhängt. Also ist das hier automatisch, wenn ich das Beispiel durchgerechnet habe. Und mehr habe ich nicht gemacht, weil ich das 2pi f von z habe ich ersetzt durch eben dieses Integral. Und wenn jetzt Epsilon hier gegen 0 geht, also der Radius hier oben immer kleiner wird, behaupte ich, das hier geht gegen 0. Warum ist es so? Ja, einfach deswegen, das hier, das muss ja konvergieren gegen f' von z. Das ist was Beschränktes. Der Weg wird aber immer kürzer. Und es gibt ja die triviale Abschätzung, Weg des, also Länge des Wegs mal Maximum der Funktion entlang des Weges.
Das geht also alles gegen 0 und damit geht das hier gegeneinander. Und damit haben wir die Cauchysche Integralformel nämlich schon bewiesen. Ich habe anfangs auch gesagt, die lässt jetzt viele Folgerungen zu. Aber erstmal kann man mit ihr auch wieder was rechnen. Das finde ich auch immer sehr hübsch, wenn man neue Sachen ausrechnen kann. Beispielsweise so komische Sachen hier. Das Integral von minus unendlich bis unendlich über Cosinus x 1 plus x Quadrat. Also wie sieht denn das Ding aus? Gut, Cosinus kennt man. So, aber der wird quasi immer kleiner. Weil ich noch dieses 1 plus x Quadrat hier teile. Also die Amplitude wird immer kleiner sozusagen. Hier ist aber noch die größte Masse. Und da kommt am Ende Pi durch E raus, wird da behauptet. Ja, wie geht es jetzt mit der Cauchyschen Integralformel? Wie kann ich das berechnen? Also so ähnlich wie in der, was war es, vorletzten Vorlesung, wo wir den Cauchyschen Integralsatz hergenommen haben und mit dem irgendwelche Integrale ausgerechnet haben. Da haben wir auch so ein reelles Integral interpretiert als Realteil eines komplexen Integrals oder als Imaginärteil. Und dann wäre es jetzt hier in dem Fall Realteil von dem, wenn ich hier oben e hoch iz stehen habe, weil Realteil von e hoch iz ist ja gerade der Cosinus. Jetzt kann ich das hier unten umschreiben. 1 plus z Quadrat. Jetzt hier so ein bisschen komisch. Z plus i mal z minus i ist ja z Quadrat minus i Quadrat oder auch z Quadrat plus 1. Also den Nenner hier kann ich schreiben als z plus i mal z minus i. Und es hat einen Grund, warum ich es jetzt hier so komisch schreibe. Das z minus i lasse ich im Nenner und das z plus i lasse ich hier oben im Zähler. Und es hat den Grund, weil wir wollen ja die Cauchysche Integralformel zum Beweis hier nehmen. Und im Nenner steht ja hier auch ein z minus z. Genau, z minus z. Das ist sozusagen das z aus der Cauchyschen Integralformel. Und das z von hier ist sozusagen das z von vorne. So, wie rechne ich jetzt aber sowas aus hier? Ähnlich wie im Beweis von der Cauchyschen Integralformel brauche ich jetzt erstmal so einen komischen Weg, der dazu führt, dass innerhalb des Weges die Funktion hier holomorph ist. Und zwar, einerseits muss die holomorph sein, andererseits muss ich ja irgendwie dieses Integral hier interpretieren. Das Integral hier von, ja, wahrscheinlich ist hier gerade minus r und wahrscheinlich ist hier auch gerade r. Also Gamma 1 plus Gamma 4 sozusagen. Über den Weg will ich eigentlich integrieren. Aber wenn ich über das Ganze integriere, also Gamma 1 plus Gamma 2 plus Gamma 3 minus Gamma 2 plus Gamma 4 plus Gamma 5, habe ich einen geschlossenen Weg und das Integral ist 0. Genau, darüber ist das Integral 0. Also es fällt natürlich schon wieder auf. Also Gamma 2 kann ich quasi vergessen. Das ist nur ein Verbindungsstück. Das heißt, das Integral über, was brauche ich? Gamma 1 plus Gamma 4 muss dasselbe sein wie Gamma 3 minus Gamma 5. Jetzt habe ich, glaube ich, einen Druckfehler. Genau. Moment. Achso, erstmals habe ich ein paar Druckfehler. Moment. Ich brauche eigentlich Gamma 1 plus Gamma 4 will ich eigentlich hier haben. Und wieso habe ich eigentlich Minus stehen? Plus Gamma 3. Genau, plus Gamma 3. Also plus Gamma 3. Genau, also Gamma 1 plus Gamma 4 muss dasselbe sein wie Minus Gamma 3 minus Gamma 5. Also genau so, wie es da steht. Hier, hier ein Minus und Gamma 3 plus Gamma 5 von hier. Genau. So, habe ich dieses Integral also da stehen. Und davon brauche ich am Ende des Tages dann einen Realteil. Und das Erste, was man wieder abschätzen kann, das Gamma 5 hier, ja, das ist irgendwie wurscht. Das kann ich vergessen, wenn r groß wird, weil ich ja wieder hier ganz weit draußen bin. Und beispielsweise hier das x Quadrat ist dann halt irgendwie groß. Und das macht mein Integral klein. Das heißt, dieses Integral hier ist dann ungefähr gleich dem Integral. Jetzt habe ich nur noch ein Vorzeichenproblem.
Also, Moment, ist die Frage, wie rum laufe ich denn bei dem Gamma 3? Ja gut, mal kurz Modulo Vorzeichen Probleme. Also ich muss dieses hier noch über Gamma 3 integrieren und das kann ich nämlich jetzt eigentlich fast per Hand machen. Beziehungsweise das hier kann ich mit der Cauchy'schen Integralformel machen, so würde ich sagen. Das hier ist meine Funktion f. Gamma 3 ist, ja, also den Punkt, um den ich drumherum laufe, das z0 ist mein i. Und das z, was eigentlich hier steht, ist mein z0. Das heißt, hier habe ich f von z durch z minus i. Das ist also mein f. Und da kommt dann demnach raus 2pi mal f von z. 2pi habe ich hier. Und f von z, Quatsch, 2pi, f von i, da steht f von i. Das i von hier, das muss ich einsetzen. Also f von i ist e hoch i Quadrat. Geteilt durch i plus i, also durch 2i. Ja, und dann kürze ich alles weg und pi durch e bleibt übrig. Dann den Realteil muss ich auch noch irgendwie davon bilden, also pi durch e. Nur den Vorzeichenfehler weiß ich jetzt gerade nicht, der muss mir irgendwie verloren gegangen sein. Muss man mal checken. Genau, also so kann man eben jetzt mit der Cauchy'schen Integralformel auch wieder konkrete Integrale ausrechnen. Und wir kommen zu ein paar Folgerungen. Genau, das sind jetzt eigentlich sehr weitreichende Folgerungen, die auch sehr hübsch sind und die auch, wie gesagt, der Grund dafür sind, warum die Funktionentheorie am Ende eigentlich irgendwie eine sehr schöne Theorie ist, was eben an der Holomorphie liegt. Also hier Hauptsatz der Funktionentheorie, also klingt schon irgendwie wichtig, der sagt, dass sich jede holomorphe Funktion in einer Potenzreihe darstellen lässt. Also f von z gleich p von z und p ist eben eine Potenzreihe um ein z0 beliebig innerhalb des Definitionsbereichs der holomorphen Funktion. Und der Konvergenzradius, der ist ja auf jeden Fall positiv hier und mindestens so groß wie in R, sodass BR von z0 noch Teilmenge von U ist. Also sozusagen, wenn das hier mein U ist, und das ist mein z0, dann ist der Konvergenzradius mindestens so groß wie der Radius, der noch in U enthalten ist. Genau. Und eine Koeffizientenformel gibt es auch noch, da kann ich also noch kurz die Koeffizienten ausrechnen. Wobei es andersrum natürlich auch immer so ist, bei Potenzreihen, die lassen sich sowieso immer gliedweise differenzieren innerhalb ihres Konvergenzradius. Das ist ja ein allgemeiner Satz. Und der Beweis von dem Satz, der ja auch recht weitreichend ist, weil er ja beispielsweise im Reellen gar nicht gilt, da lässt sich nicht jede Funktion, auch wenn sie unendlich auch differenzierbar ist, als Potenzreihe darstellen. Der ist folgendermaßen, also erstmal Eindeutigkeit ist okay, weil nämlich bei den Potenzreihen die Koeffizienten einfach als Ableitungen auftauchen. Und wenn ich zwei verschiedene Darstellungen hätte, müssten die eben dieselben Ableitungen haben. Und das können sie nur dann eben haben, wenn sie dieselben Koeffizienten haben. Also Eindeutigkeit ist einfach. Und Existenz, sehen wir wieder z0 gleich 0. Da kann ich jetzt wieder die Cauchy'sche Integralformel hernehmen. Für z0 gleich 0 sieht die so aus. Und jetzt gibt es nur einen Trick, nämlich, beziehungsweise zwei. Also das zeta minus z hier unten schreibe ich als zeta mal 1 minus z durch zeta. Okay, sieht erstmal komisch aus. Und jetzt mache ich nämlich Folgendes. Das hier interpretiere ich als Grenzwert der geometrischen Reihe. Also sprich, das hier ist ja dasselbe wie Summe n von 0 bis unendlich z durch zeta hoch n. Vertauscht dann wegen der absoluten Konvergenz noch Summe und Integration. Hab dann das z hoch n hier stehen. Und das z hoch n gibt noch ein extra z hier mit dem z hoch n plus 1.
Und dann steht eben die Darstellung von F als Potenzreihe da. Genau. Und damit bin ich auch schon fertig. Achso. Genau, das Einzige, was ich jetzt hier noch irgendwie gucken muss. Ja, aber das ist okay. Also Z durch Zeta ist betragsmäßig ja kleiner als 1, weil das Zeta hier, genau, das Zeta hier ist, er hat Abstand R von 0 und das Z hier ist aber irgendwo im Inneren von BR um 0. Genau, das ist also betragsmäßig kleiner als 1. Deswegen können wir hier die geometrische Reihe und deswegen darf ich es irgendwie auch machen. Genau, also, wir haben was geschenkt gekriegt. Man kann jede holomorphe Funktion als Potenzreihe darstellen. Und das ist natürlich deswegen schon schön, weil es beispielsweise den Satz gibt, dass man jede Potenzreihe beliebig oft differenzieren kann. Und man eben auch ja, die Ableitung, ich kann eben einfach gliedweise differenzieren. Und daraus folgt dann, wenn ich eine holomorphe Funktion habe, die kann ich als Potenzreihe darstellen, dann kann ich sie unendlich oft differenzieren, dann ist also jede holomorphe Funktion beliebig oft komplex differenzierbar, also C unendlich sozusagen. Also was man im Reellen garantiert ja nicht hat, sozusagen ich starte mit einer C1-Funktion, holomorph, und kriege daraus geschenkt, es ist eine C unendlich Funktion, weil die Holomorphie eben doch viel stärker ist als die normale reelle Differenzierbarkeit. Oder folgender Satz, der daraus dann auch wieder folgt. Also Sie erinnern sich an den Cauchyschen Integralsatz. Der hat gesagt, wenn f holomorph ist, dann ist das Integral über geschlossene Wege über f dz gerne mal 0. Und andersrum ist es jetzt hier so, wenn das Integral hier 0 ist, dann ist f auch holomorph. Das ist der Satz von Morera. Warum ist es so? Also hier gibt es noch ja, bestimmte Dreieckswege, die man da nur fordern muss, aber das können wir mal kurz außer Acht lassen. Also sagen wir mal, Integrale über geschlossene Wege sind 0 und wollen folgen dann das f holomorph. Was wir aber schon wissen ist, wenn das hier ist, dann hat klein f eine Stammfunktion. Ja, das heißt, das klein f kann ich schreiben als groß f Strich. Also groß f Strich ist klein f. Also insbesondere groß f ist dann wieder holomorph, weil es eben komplex differenzierbar ist. Sonst wäre es ja keine Stammfunktion von klein f. Da ich aber weiß, dass groß f holomorph ist, ist groß f auch wieder beliebig oft differenzierbar. Beispielsweise zweimal. Und ich kriege ihm raus, groß f 2 Strich muss dann gleich das kleine f Strich sein. Und damit ist f aber holomorph, weil es gibt hiermit die erste Ableitung. Genau. Dann weiter im Text gibt es noch ein paar schöne Folgerungen und die letzte ist dann, wie gesagt, der Fundamentalsatz der Algebra. Der Identitätssatz, was sagt denn der? Sagen wir mal, ich habe die komplexe Zahlenebene. Ich habe zwei Funktionen und ich weiß, wie die beiden Funktionen, dass sie auf Zn's übereinstimmen. Also die Zn's, die konvergieren jetzt hier irgendwie gegen 0. Also Z0 ist wieder mal 0. Und f von Zn ist gleich g von Zn für alle n. Das heißt, auf den Punkten, die gegen den einen Punkt hier konvergieren, stimmen die beiden Funktionen überein. Und ich weiß natürlich noch, das brauche ich auch, f von g sind holomorph. Dann gilt schon, dass f gleich g ist. Was im Reellen, wie gesagt, sicher auch wieder nicht gilt. Aber wie gesagt, wieder, Holomorphie ist eben viel stärker. So, Beweis, OBDA, ja gut, Z0 ist 0, okay, kann ich alles verschieben. Und G gleich 0, also G ist OBDA gleich 0, wenn es nicht 0 ist, dann ersetze ich F einfach durch F minus G. Also G ist 0 und Z0 ist 0. Und die erste Behauptung ist nämlich, dass die Funktion F in der 0 alle Ableitungen hat und die alle 0 sind. Ja, und wenn dem nämlich so ist, dass die dann irgendwie 0 sind, dann habe ich nämlich schon,
wenn ich f, was ja holomorph ist, in der Potenzreihe um die 0 entwickle und alle Ableitungen 0 hat, dann muss es ja sein, dass die Potenzreihe 0 ist. Und zwar irgendwie in einem endlichen Radius um den Nullpunkt. Und damit habe ich automatisch f gleich 0 in einem Ball, br um die 0. Ja, gut, dann habe ich das hier in einem kleinen Ball und dann kann ich ja weitergehen. Dann kann ich mit dem kleinen Ball weitergehen. Beziehungsweise im Skript finden Sie dann noch so einen kleinen Widerspruchsbeweis, dass dann f auf ganz u schon 0 sein muss. Also hier komme ich nur zu dem Ball mit dem direkten Argument. Aber das ist schon der wichtigste Schritt, weil wenn ich es dann irgendwie auf so einem Ball hier weiß, dass f 0 ist, dann kann ich ja von da aus auch vielleicht weitergehen zum nächsten Ball und so weiter, weil ich ja hier so eine Schnittmenge habe. Und in der Schnittmenge weiß ich schon, f ist 0. Also insbesondere finde ich eben wieder so eine Folge und so weiter. Genau, das nur nebenbei. Der wichtige Schritt ist, wie gesagt, zu sehen, dass dass alle Ableitungen von f an der Stelle 0, 0 sind. So, angenommen es wäre nicht so. Und angenommen es wäre nicht so, dass alle Ableitungen 0 sind, dann gäbe es also einen minimalen Index, wo die Ableitung an der Stelle 0 nicht 0 ist. Ja, und wenn das so ist, dann kann ich f von z kann ich als Potenzschrei schreiben erstmal. Sicherlich so. Als Taylor-Reihe, die muss dann auch gegen f konvergieren hier. Und ich weiß, die ersten m-1, also bis zum Index k gleich m-1 ist es 0. Bei k gleich m fängt es dann an und dann kann ich das z hoch m hier sozusagen rausziehen. Das z hoch n kann ich rausziehen. Und das h von z ist irgendeine andere stetige Funktion, die jetzt aber an der Stelle 0 nicht mehr 0 ist. Weil wenn die an der Stelle 0 auch noch 0 wäre, dann wäre eben das nächste Glied hier auch noch 0. Und dann könnte ich eben hier das m plus 1 nehmen. Also ich weiß, das h hier ist stetig und h von 0 ist ungleich 0. Ich weiß aber noch was, weil ich weiß ja, dass f von zn ist 0, weil g ja ober der a 0 war. F von zn ist 0. Ja, und wie kann es sein, dass f von zn 0 ist? Z hoch m an der Stelle zn ist sicherlich nicht 0. Also muss... Quatsch. Halt, nee, so meine ich es nicht. Also, was brauche ich? Ich brauche... Also, f von zn ist auf jeden Fall 0. Achso, hier, ich habe schon. F von zn ist 0, steht hier einerseits. Das weiß ich durch die Voraussetzung. Andererseits weiß ich durch die... Stetigkeit von h, das h von 0 muss der Grenzwert h von zn sein, weil die zn's ja gegen 0 konvergieren. Ja, aber der Limes h von zn, der muss auch 0 sein, weil f von zn ist 0 und h von zn ist ja dann ja, 0 durch zn hoch m, ist also auch 0. Also habe ich einen Widerspruch. Einerseits gilt das, andererseits das ist ein Widerspruch. Also kann es andernfalls nicht sein. Und das minimale m hier kann es gar nicht geben. Und damit sind alle Ableitungen von f an der Stelle 0 gleich 0. Genau, also der Satz sagt, nochmal kurz verbal, zwei Funktionen, also sagen wir mal, eine Funktion ist schon dann 0, wenn sie auf einer Folge 0 ist, auf einer konvergenten Folge 0 ist. Genau, so kann man auch sagen. Auch was im Reellen wieder nicht stimmt. Dann Existenzsatz für Nullstellen, den brauchen wir gleich noch für die nächsten Aussage, ist eigentlich nur ein Lemma. Folgendermaßen, das ist nur eine Abschätzung. Also ich habe wieder ein holomorphes, das war hier Quatsch, das auf hier kann ich mir sparen. Also f ist holomorph und geht halt von u nach c. Und ja, Folgerung ist, f hat eine Nullstelle in br um z0. Und was soll denn hier gelten? Also, ich habe hier die 0 irgendwie. Ich
Ich habe einerseits den Weg mit Radius r um die 0 und f von z0, also f an der Stelle hier, soll betragsmäßig kleiner sein als alle Werte, die f auf dem Rand hier annimmt. Also hier betragsmäßig kleiner als alle Werte auf dem Rand hier. Dann hat f eine Nullstelle in br von z0. Also dann gibt es drin irgendwo eine Nullstelle. Genau. Angenommen, es gäbe keine Nullstelle in BR von Z0, dann wäre 1 durch f von Z holomorph auf BR um die 0. Und ja, ich kann was ausrechnen. Nämlich 1 durch f von 0 zum Betrag. Da will ich jetzt wieder eigentlich... was will ich verwenden? Die Cauchysche Integralformel will ich verwenden. Oder? Ja, die Cauchysche Integralformel will ich verwenden. Genau, 1 durch 2 Pi. Und ich muss 1 durch f von Zeta entlang des Weges integrieren. Cauchysche Integralformel, was brauche ich? 1 durch f von z, vielleicht schreibe ich nochmal hin, was das hier eigentlich dann sein soll. Also 1 durch 2 pi, ich brauche ein Integral über ja, Gamma r um die 0. Dann kommt hier nach der Cauchysche Integralformel eigentlich die Funktion, die ich haben will. An der Stelle Theta, die Funktion ist aber 1 durch f von Zeta, Zeta minus Z0, also Zeta, d Zeta. So habe ich es eigentlich da stehen. Und das habe ich jetzt hier eingesetzt. Ich habe den Weg einfach eingesetzt. Der Weg hier ist ja einfach r mal e hoch i t. Das z hier ist das hier. Ja, das 1 durch f habe ich es eben auch eingesetzt. Und dann fehlt noch ein Gamma Strich. Und Gamma Strich ist das hier, r i e hoch i t. Genau, also man sieht, das ist das hier. Hier kürzt sich alles mögliche Zeug weg. R mal e hoch i t kürzt sich nämlich gerade weg. Das i geht hier weg. 1 durch 2 pi. Und ich mache das Ganze höchstens größer, wenn ich den Betrag hier reinziehe. Also hier habe ich Betrag 1 durch f von r hoch r mal e hoch it. Ja, und das ist ja sozusagen jetzt der Mittelwert. Der Mittelwert, den 1 durch f von r e hoch it, also den 1 durch f auf der Linie, also auf der Kurve Gamma r um die 0 annimmt. Und der Mittelwert ist sicherlich kleiner gleich dem Maximum von den ganzen Werten. Und Maximum von 1 durch ist 1 durch Minimum, also so. Und jetzt habe ich hier 1 durch f von 0 kleiner gleich 1 durch Minimum, kann ich auch wieder umdrehen, nämlich Minimum, also einfach das hier rühren, das darüber ein bisschen, Minimum f von z kleiner gleich f von 0. Genau, also andernfalls habe ich angefangen, andernfalls gilt das, also wenn es keine Nullstelle gibt. Das heißt, Umkehrschluss, wenn das nicht gilt, also wenn das hier ist, dann muss f eben auch eine Nullstelle haben. Also gilt das. Habe ich also das Lemma hier bewiesen. Mit dem Lemma kann ich jetzt beispielsweise noch den Satz hier zeigen, den Satz von der Gebietstreue. Sie wissen ja, f stetig. Daraus folgt, f hoch minus o1 von der offenen Menge ist offen. Was nicht gilt, ist, dass f von der offenen Menge offen ist. Das gilt im Allgemeinen nicht für stetige Funktionen, auch nicht für differenzierbare. Beispielsweise, ja gut, für die Konstanten ist es irgendwie trivial, da geht es ja auch nicht. Also wenn f konstant wäre, dann ist das f von jeder Menge einfach nur ein einziger Punkt.
oder eine Menge, die aus einem einzigen Punkt besteht, ist damit nicht offen. Aber beispielsweise auch, wenn Sie daran denken, zum Beispiel f ist die Kosinusfunktion und o ist jetzt vielleicht der ganze Raum, also ganz R beispielsweise, Kosinus von R ist das abgeschlossene Intervall minus 1 bis 1, ist abgeschlossen und nicht offen. Aber wenn f holomorph ist, dann stimmt es eben schon. Da wird mich hier gesagt, f von u, also die Punktmenge f von u, ist ebenfalls wieder ein Gebiet, also auch wieder eine offene Menge. Das heißt, Gebiete werden in Gebiete abgebildet. Genau. Und den Kosinus gibt es natürlich im Komplexen und im Reellen. Das, was ich vorhin gerade über den Kosinus hier oben gesagt habe, das war eben der reelle Kosinus. Also beim reellen Kosinus, der ist stetig und auch differenzierbar, da ist Kosinus von der offenen Menge ist eben eine abgeschlossene Menge, das geht hier. Aber wenn ich den Kosinus als komplexe Funktion betrachte, dann ist eben Kosinus von der offenen Menge immer wieder eine offene Menge. Genau. Also was muss ich denn zeigen, um das hier oben sehen zu können? Also f von u soll offen sein. OBDA schaue ich, also ich brauche das Bild f von u. Da muss ich mir jetzt eben einen Punkt rausnehmen, beispielsweise Punkt f von 0. Und ich muss zeigen, es gibt hier eben einen kleinen Radius, der auch noch in f von u drin liegt. Also wenn ich das hier habe, dann bin ich fertig. Genau. Oder was ich auch irgendwie zeigen kann, und so mache ich es nämlich, wenn das hier Teilmenge ist von einem f von br um die 0. So. Also wieder 0 soll in meinem Gebiet hier drin liegen. Natürlich wieder. So. Weil das hier, wenn ich es gezeigt habe, ist natürlich Teilmenge von f von u, wenn das r hier klein genug ist. Genau. Also erstmal, ich wähle ein r, sodass f von 0 nicht in f von Gamma r von 0 drin liegt. Also wie ist das? Warum geht das? Wieder, hier ist die 0. An der 0, Stelle 0 selber habe ich einen Funktionswert f von 0. Und ich habe auch alle möglichen Gamma-Rs um die 0. Da gibt es alle möglichen. Und ich behaupte, bei mindestens einem R ist es dann so, dass f von 0 nicht in f von Gamma r um die 0 drin steckt. Ja, warum nicht? Angenommen, das wird nicht gehen und in jedem Gamma r um die 0, also auf jeder solchen Kreislinie, wird es ein ja, z geben, sodass f von 0 gleich dem f von z hier ist. Dann hätte ich nämlich hier bei den ganzen Zwiebelschalen hier immer einen Punkt gefunden, der denselben Funktionswert hat, nämlich f von 0. Genau. Und dann könnte ich nämlich mit dem letzten Satz, mit dem Identitätssatz, könnte ich nämlich dann argumentieren, dann muss die Funktion f nämlich konstant gewesen sein. Genau. Deswegen gibt es auf jeden Fall irgendwann so ein R hier oder ab irgendwann gibt es dann so ein R, sodass F von 0 da nicht drin vorkommt. Und das heißt jetzt Folgendes. Das heißt, dass Folgendes nämlich eine positive Zahl ist. Nämlich, ich nehme alle Zetas auf dem Kreis mit Radius R um die 0 und betrachte f von zeta minus f von 0, also quasi gerade hier der kleinste Funktionswert hier betragst, also nee, nicht der kleinste Funktionswert, der kleinste Abstand von der Menge und dem hier, der muss positiv sein. Und die Zahl nenne ich mal 2 Delta.
Und ich will ja zeigen, dass das hier Teilmenge davon ist. Und das geht so, ich nehme einen Punkt hier raus und zeige, dass der Punkt dann auch da drin ist. Ich nehme also ein Z1 hier aus der Menge. Ich nehme ein Z1 aus der Menge. Und da kommt es irgendwie ein paar Schritte. Und dann kommt eben die Folge, dann gibt es ein Z mit F von Z gleich Z1. Also für das Z1 hier gibt es ein Z aus der Menge mit F von Z gleich Z1. Das heißt, ich habe Z1 hier rausgenommen. Und das Z1 ist aber auch ein F von Z für Z aus BR. Von Z liegt also in der Menge hier. Also Z1 daraus, daraus folgt Z1 auch daraus. Das heißt, das hier ist Teilmenge davon. Dann bin ich dann sozusagen fertig. Ich muss nur noch das hier dazwischen verstehen. Also ich nehme ein Z1 aus dem Ball. Und kann Folgendes abschätzen. Also F von Z minus Z1 kann ich mit der Dreiecksumgleichung damit abschätzen. Also Dreiecksumgleichung sozusagen, wenn ich den Term hier auf die andere Seite bringe, dann steht hier F von 0 minus Z1 plus F von Z minus Z1. Das ist größer gleich F von Z minus F von 0. Das ist aber die Dreiecksumgleichung. So, und F von Z minus F von 0, wenn Z hier drauf ist, das ist also größer gleich dem Minimum. Das ist also eine Zahl, die ist größer gleich 2 Delta. Und das hier ist eine Zahl, die ist kleiner gleich Delta, weil Z1 ja im Delta-Ball um F von 0 drumherum ist. Also größer gleich 2 Delta, kleiner Delta, gibt irgendeine Zahl, die ist größer als Delta. Ja, und Delta, so war es ja gerade gemacht, ist größer als der Abstand von F0 und Z1, weil, wie gesagt, Z1 ja im Delta-Ball um F0 drumherum ist. Also habe ich, der Abstand von F0 zu Z1 ist kleiner als der Abstand von F von Z und Z1 für alle möglichen Z aus dem aus der Kreislinie mit Radius R um die 0. Und jetzt hatten wir ja hier diesen Satz, da ist auch Minimum Kreislinie größer als dem hier, dann gibt es eine Nullstelle. Nur die Funktion, die ich jetzt brauche, ist eben f von z minus z1. Die Funktion hat dann eben automatisch eine Nullstelle in, so sagt es hier, br um die 0. Das heißt, es gibt ein z aus br um die 0, sodass f von z minus z1 ist gleich 0. Denn da wollten wir gerade hinkommen. Weil, wie ich vorhin erklärt habe, jetzt haben wir gezeigt, dass diese Inklusion hier gilt. Und damit haben wir eben gezeigt, holomorphe Funktionen sind gebietstreu, das heißt, bilden offene Mengen in offene Mengen ab. So, zwei Sätze haben wir noch. Der erste, der Satz von Liouville. Auch eigentlich ganz verrückt. Also erinnern Sie sich vielleicht, was eine ganze Funktion ist. Also eine ganze Funktion war eine Funktion f. Die geht von c nach c und ist holomorph. Das ist eine ganze Funktion. Beispielsweise die Exponentialfunktion. Aber auch die Kosinusfunktion, auch die Sinusfunktion sind ganze Funktionen, weil die eben keine Definitionslücken aufweisen und holomorph sind. Wenn so eine ganze Funktion beschränkt ist, dann ist sie konstant, sagt der Satz von Liouville. Warum ist es so? Ja, es folgt wieder aus der Potenzreihendarstellung für die holomorphe Funktion. Also angenommen mal, das m ist so gewählt, dass Betrag von f kleiner gleich m ist. Und von f habe ich eben die Potenzreihendarstellung um die 0 beispielsweise. Die gilt auf ganz c, weil der Konvergenzradius, der ist ja unendlich. Jetzt kann ich die Formel verwenden für die Koeffizienten hier. Das war die hier. Und ich sehe nämlich, das f hier ist einerseits beschränkt, aber das r hier unten, das kann ich beliebig groß machen. Also erstmal kann ich so ein bisschen ausschreiben. Gamma r um die 0, ja okay. F von z, auf dem Weg ist es gerade r e hoch i t.
Hier steht es Gamma Strich und Gamma hoch n, z hoch n plus 1 ist eben das hier. Genau. Ja, das hier oben ist kleiner gleich m, weil f ja beschränkt ist durch betragsmäßig durch m. Und das hier unten kann ich abschätzen, ja, hier ist auch noch ein r, durch r hoch n. Mittelwert von dem ganzen m durch r hoch n auf 0 bis 2 Pi. Ja, das ist m durch r hoch n, geht für r unendlich, also gegen 0. Und der Koeffizient hier, der hängt ja von r gar nicht ab. Das heißt, der muss dann automatisch 0 sein, außer für n gleich 0, da kann er was sein. Das heißt, f ist automatisch dann gleich a0, das heißt, ist konstant. Eben wieder durch die Potenzreihenentwicklung, die die komplexe Funktion f nämlich zulässt. So, letzter Satz. Fundamentalsatz der Algebra. Jedes nicht konstante Polynom mit Koeffizienten in C hat mindestens eine Nullstelle in C. Das heißt, ich kann eben einen Linearfaktor abspalten. Kann man jetzt ganz schnell beweisen mit dem Satz von Liouville, weil so ein Polynom nämlich eine ganze Funktion ist. Also f von z ist hier so eine Funktion und a n ober der a ist ungleich 0, das heißt eben die Ordnung des Polynoms. Wenn ich hier große z einsetze, dann stimmt es natürlich, dass f von z hier gegen unendlich geht. Das ist klar. Betragsmäßig. Das heißt, ich kann immer so einen Radius finden, sodass außerhalb des Radius die Funktionswerte betragsmäßig größer gleich m sind. Das steht hier. So, und jetzt zum Beweis, ist ein Widerspruchsbeweis, der geht ganz schnell in den beiden Zeilen hier. Angenommen, f hätte keine Nullstelle, dann wäre 1 durch f eine ganze Funktion. Und ich wüsste außerdem, da 1 durch f ist kleiner gleich 1 durch m betragsmäßig außerhalb dieses großen Balles hier. Und damit wäre 1 durch f nämlich beschränkt. Und ganz. Und beschränkte ganze Funktionen sind nach dem Satz von Liouville nämlich konstant. Und damit wäre 1 durch f konstant und damit wäre auch f konstant. Also hat f eine Nullstelle. Genau, das war der letzte Satz. Jetzt haben wir nichts mehr. Sie haben hoffentlich heute nochmal ein bisschen Einblick gekriegt, was man mit der Funktionstheorie alles so machen kann und warum es eine schöne Theorie ist. Insbesondere haben Sie auch nochmal einen Beweis des Fundamentalsatzes der Algebra gesehen. Ich weiß nicht, ob der schon mal in einer anderen Vorlesung dran war, weil die meisten oder eigentlich die alle anderen Beweise sind nämlich irgendwie viel komplizierter. Gut, hier steckt natürlich vorne wieder mehr rein, insbesondere dann bei der Cauchy'schen Integralformel. Aber das haben Sie eben auch nochmal gesehen, dass das eben gilt. Dann hoffe ich, dass wir uns bald mal noch wiedersehen, auch in Person. Und wünsche Ihnen noch viel Spaß mit dem letzten Aufgabenblatt. Und die Klausur kommt ja dann auch noch bald. Dann viel Spaß damit. Bis dann. Tschüss.